Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen neuen Solo-RP-Glitch zeigen. Mit diesem RP-Glitch könnt ihr ja jede Minute um die 15.000 RP machen. Das Ganze funktioniert leider nur auf der PlayStation 4, weil das machen wir mit den Community-Jobs. Denn bei den Community-Jobs sind andere Highscores auf der PlayStation 5 und auf der Xbox zum Beispiel als auf der PlayStation 4. Und dann würde ich sagen, dann lass uns auch schon direkt losstarten. Wir gehen einmal auf Options, auf Online, dann gehen wir auf Jobs, Community Jobs, auf Stuntrennen und dort starten wir RBN Diamond Ring. Ja, dort stellt ihr euch jetzt irgendeine beliebige Rundenzahl ein. Je mehr Runden ihr macht, umso mehr RP könnt ihr auch in einem Rennen machen. So, in meinem Fall stelle ich jetzt hier einfach mal 7 Runden ein, denn in diesen 7 Runden könnt ihr locker jedes Mal den Rekord schlagen. Das ist gar kein Problem. Einfach das Rennen starten. Ihr müsst euch halt nur beeilen, denn es könnte sein, dass morgen schon ein neuer Weltrekord hier ist. Im Moment ist der Weltrekord bei 1 Minute 16. Wenn bei euch dann der Weltrekord anders sein sollte, dann wird es dann leider nicht mehr funktionieren. Es sei denn, der Weltrekord liegt bei euch dann noch bei 1 Minute 6 oder 1 Minute 5 oder so, dann könnt ihr den RP-Glitch auch noch problemlos machen. So, das was wir machen ist, wir fahren jetzt einfach ganz normal die Runde. Bleiben dann bei dem letzten Checkpoint, bleiben wir dann einfach stehen. Bei ungefähr 1 Minute 12, 1 Minute 13 oder so könnt ihr dann einfach dann reinfahren. Dann werdet ihr jetzt für diese Runde schon 15.000 RP bekommen. Ja, und das macht ihr jetzt dann einfach die ganze Zeit, wenn ihr euch erstmal verfahren soll, so wie jetzt bei mir der Fall ist, einfach schnell respawnen. Dann einfach ganz normal weiterfahren. Ihr habt da auf jeden Fall genug Zeit. Da braucht ihr dann keine Angst zu haben. Und ja, jetzt auch hier wieder genau das Gleiche. Einfach ganz normal die Runde fahren. Wir bleiben dann bei Checkpoint 15 von 15 einfach stehen. So, fahren dann diesmal bei 1 Minute 10 oder 1 Minute 11 fahren wir dann rein. Haben dann jetzt wieder die nächsten 15.000 RP bekommen. Und das könnt ihr jetzt dann die ganze Zeit durchgehend machen. Und ja, wie gesagt, ihr müsst euch dann halt nur ein bisschen beeilen. Denn es könnte sein, dass morgen schon ein neuer Weltrekord hier am Start ist. Ihr seht auch oben, wie ich gerade mein RP bekomme. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.